So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Das Let's Play ist blind. Und ungeschnitten. Letztes Mal haben wir uns hier im Akala, Quatsch, doch in der Akala-Region ein bisschen weiter umgeguckt. Und schon mal rausgefunden, dass sich hier ein paar Jäger scheinbar rumtreiben. Was er jetzt da macht, weiß ich allerdings auch nicht. Ist er lebensmüde oder ist er ein Jäger? Man weiß es nicht so genau. So, ich habe jedenfalls keine Lust, mich mit denen anzulegen. Ich brauche meine Puste für die Giga da oben. Oh, jetzt mal Real Talk, wenn er hier durchgeht, muss er doch ein Giga sein. Das geht doch gar nicht anders. Ah. Reisender, hat keinen Namen. Ja, ist ein Jäger. Er sagt selber, hier gibt's Jäger. Ich weiß, wo er ist. Dann muss ich sterben. Ah. Genau. Easy. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Tschüss. Sehr schön. Giga besiegen bedeutet ja auch immer schön viel Geld. Aber ist jetzt ein richtiger Stützpunkt tatsächlich draus geworden? Also... Oh, dang it. Ja, okay. Oh, er will auch sein Schild wieder hier. Hier bastelt er sein Schild, weißt du? Hier. Ja gut, let's go. Das hat nicht hingehauen. Mann, das so, oh mein Gott, dass das so krumm ist, ist halt echt dumm, ne? Also, dass das hier alles so schief ist, meine ich. Okay. Jetzt dreh dich doch in die richtige Richtung, wo ich dich hinhaben will. So. So. Ich weiß nicht, wenn er jetzt loslässt, kippt alles um.
brauchen noch Stützen, gescheite. Ich weiß nicht, ob das hält. Also ich bin hier diesmal sehr skeptisch, dass mein Konstrukt hier hält, ne? Ich kann nicht mal mit dem reden, so habe ich den eingebaut. Ja, lass mal los. Oh mein Gott, es hält. Oh mein Gott, es hält. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Yay. 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 Whoa. Tschüss. Okay. Ein Schild mehr glücklich gemacht. So, dann nähern wir uns jetzt mal ganz vorsichtig dem Kollegen hier. Schön außen rum gehen. Hä? Ah. Ja, schöner Rundkurs für einen Krog. So. Was ist das? Ach ja, hier war ja auch ein Labyrinth, ne? Das gibt's hier offensichtlich auch wieder. Und dann gibt's das auch oben. Jo. Und dann gibt's das garantiert auch wieder unten. Oh je, okay. Aber nicht jetzt. Jetzt gibt's erstmal Jägerklatsche. Oder er feuert hier einfach richtig runter. Kann man machen. Ist halt ein bisschen heiß. Ja, aber das ist eigentlich eine Gelegenheit. Nice. Um sich eine Schuppe zu holen. Hä? Hä? Das Ding habe ich noch nicht gehabt. Ach so. Edra-Schuppe. Die Angriffskraft erheblich, klingt immer gut. So. Okay. Aber so richtig Jäger sind jetzt hier auch nicht am Start.
Ja gut. Ja, das hat jetzt richtig gelohnt. Hey! Hey! Es ist Link! Link ist hier, feindlicher Angriff! Okay, die sind einfach drin. Was geht jetzt ab? Ah ja. Okay. Okay. Nummer 1. Oh, der hat ein bisschen mehr drauf. Und tschüss. Okay. Du liegst von dem anderen, tut die Sachen rum hier. Shish! Hä, hat... Hat Tulin hier gerade so einen Windstoß? Oha, krass. Ja, kann ich jetzt hier rein oder nicht? Okay. Hä, die Jäger waren hier und sie ist trotzdem... Okay. Tut mir leid, ich werde deinen Unfall anfertigen, ohne weiter zu murren. Du, sag mal, du bist gar keiner Jäger, oder? Bist du gekommen, mich zu retten? Bestimmt, oder? Ja, natürlich bin ich das. Okay, hau ab. Gott. Guter Modegeschmack. Ja, gib mir umsonst Kleidung. Gib mir umsonst Kleidung. Ja, perfekt, danke. Sehr schön. Jägeranzug. Schleichen plus, okay. Oh, hält man dich für einen Jäger, wenn ich das ganze Set trage. Ja, aber gerne doch. Aber dann ist Robelo gar nicht in seinem Institut, oder was? Ja gut. Auch in Ordnung. Kann ich dann hier überhaupt irgendwas noch großartig machen? What? Der Prototyp des von Robelo angefertigten Teleport-Melanios ist aufgrund fehlender Daten nicht einsatzbereit. Dann muss ich damit wohl zu Robelo. Okay, alles klar. Es blitzt hier einfach innen rein. Jägerbandenbuch. Ach, ich habe eigentlich echt keinen Bock. Ich überflieg's kurz. Okay. Die haben hier markiert, wo sie ihre Verstecke haben, oder was? I see. Okay, wir gehen mal hoch. Wirklich. Ist doch gut jetzt. Kann ich hier noch irgendwas tun, ist halt die Frage. Gibt
gibt's hier noch zum Beispiel einen Grog oder so. Auf jeden Fall kann man wegtechnisch hier noch hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Und das war's dann. Cool. Ah, doch, hier, gucke mal, siehste. Hat sich doch schon wieder gelohnt. Okay. Gut, aber dann ist das Wichtigste, was man hier gefunden hat, dieser Prototyp für das Teleportmedaillon. Ja? Okay. Hauen wir ab. Hauen wir ab in Richtung das Dorf, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Warum sehen die so... Warte, das sind doch so Fake-Bäume, oder? Wusste ich doch. Hier irgendwas Spannendes. Ja, genau. Würde jetzt interessieren. Ah, schade, das löst ihn auch aus. Das löst ihn auch aus, okay. Oh, zwei. Ja gut, damit habe ich jetzt nicht unbedingt geliebäugelt. Wo ist er denn jetzt? Tschüssi. Okay. Ah, ging ja alles gut. Ging ja alles gut. Nee, ich kann hier wieder nicht einfach gerade durch, weil da dieses dumme Ding kommt. Nein. Keine Zeit für euren Käse. Was kommt mir das nur so vor, so ist Hyrule einfach größer geworden, so flächenmäßig. Das kommt mir irgendwie so ausgedehnt davor. LOL. Okay, ihr wisst, was ich tun muss. Wenn direkt vor meiner Nase so ein Ding runterfällt, es tut mir leid, dann kann ich nicht anders.
dann kann ich nicht anders. Muss wissen, wo der herkommt. Okay, ich fürchte, der kam einfach aus dem Nichts. Okay, der kam einfach aus dem Nichts. Ja, aber dann können wir das jetzt wiederum nutzen, um da einfach schneller rüberzukommen. Habe ich auch nichts dagegen. Weil am Ende wollten wir ja genau dorthin. Monster, guck mal, die hätten mich alle auf dem Weg genervt. Insofern ist es ganz gut, dass wir da jetzt gleich hin sind. Sehr schön. Dann können wir mal einen Besuch hier abstatten. Cool. Was hier aus dem Örtchen geworden ist. Dessen Name ich gleich wieder erfahre. Ach ja, Taburasa, richtig. Taburasa hieß der Ort. Monsteressenz, Funkelfruchtbomben. Darauf ist Verlass. Pupunda zerlegt das. Hast du es jemals bereut, irgendwas mit wertvollen Waffen oder einem schönen Schild verbunden zu haben? Dann bist du bei mir richtig. Ich bin Pupunda, der Zerleger. Ah, der zerlegt im Sinne von, dass es ganz bleibt scheinbar, okay. Also, dass ich meine Sachen wiederbekomme, weil zerlegen kann ich ja auch. Aber ich zerlege halt mit Verlust. Okay. Das ist noch nicht so ganz fertig, das Haus scheinbar. Ach, Kilton ist hier. Ja. Bum, 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 da hat was Wichtiges zu tun, okay. Ach, Kiltenlaber. Okay, also wenn Dumster Zeit hat, komme ich hier wieder her. Logischerweise. Hat er aber gerade nicht. Logischerweise. Da ist ein Kristall. Sind die Häuser genauso useless wie im Original? Ja. Das ist ein Ja. Okay. Oha, was haben sie denn hier gebaut? Schwebebahn. Obligatorische Nutzungsgebühr, bevor du mit der Schwebebahn fährst. Alles klar, Harry, ich will den Stein da haben. Nee, der gehört nicht dir, der gehört zu einem Schrein. Oh, Bruder. Aber bevor ich den Schrein nicht weiß, wo der ist,
Da unten ist auf jeden Fall... Ja, okay. Da unten ist so ein Ding. Da unten ist eine ganze Menge. Aber das interessiert mich eigentlich erstmal nicht tatsächlich. Ah, okay, hier gibt es eine Quest. Was ist los? Ah, das geht um Dumpster bestimmt. Mathildas Umzug. Mathilda, merkwürdig. Wird sie abgeholt. Okay. Ach, das ist ja Dumpster. Hä, lol. Ah, ja, okay. Es hieß ja, der hat was anderes zu tun. Okay. Also passt das schon. Ich muss hier was machen. Kunde. Ich bin Link. Ja, Taburasa wächst und gedeiht dank mir. Deswegen werde ich auch hier gleich so angemacht von diesem Pflaumenheini da drüben. Okay. Stimmt, die sind ja zusammen. Ach, und die Mathilda. Okay. Die Mathilda muss irgendeine Prüfung scheinbar bestehen. Mathildas Aufbruch-Episoden, ja, okay. Ja, okay, aber ich kriege hier noch nicht raus, was ich genau... Bist du Mathilda? Nö. Ja. Ja, aber was muss jetzt diese Mathilda machen? Mein Gott, ey. Da alles hier aus den Leuten raussaugen. Bist du Mathilda? Nein. Du spielst mit Mathilda. Ah, dann ist das Mathilda. Ja, ja. Das ist Mathilda. Okay. Bist du etwa ein Freund von meinem Papa? Papa ist endlich wieder da, nach so langer Zeit. Ich ziehe bald Wert von dir, deshalb will ich vorher noch ganz viel mit Papa und den anderen spielen. Okay. Dann muss ich wohl mit ihm reden. Das ist unser Motto. Ja, was ist denn jetzt damit? Ja, Udo-Stadt, ja. Ach so, sie soll nach Gerudo-Stadt und da dann nicht mehr. Okay, I see. Ja, dann würde er die ganze Zeit sein Kind nicht mehr sehen. Das ist natürlich komplett bescheuert. Okay, also soll jetzt Babysitter spielen, ja? Rennt die immer noch hier rum? Die rennt jetzt alleine hier rum. Wo ist jetzt Mathilda hin? Jetzt ist sie im ersten Stock. Gerade hat sie noch mit mir gesprochen. Okay, also sind sie im ersten Stock. Gehen wir da doch mal hoch. Oh. Okay, dann gehen wir halt andersrum hoch. Oh, jetzt hier schläft in Gerudo. In Gerudo, genau, in Gerone. Jawohl, da ist sie. Jetzt machen wir es mal unten auf. Ich komme hier nicht. Hä? Ich komme hier nicht runter. Hä? Ich komme hier gar nicht runter. Okay.
Guten Morgen heißt Zavotta. Hallo heißt Zavag. Und auf Wiedersehen heißt... Wer da? Hast du mich aber erschreckt? Ich habe schon gedacht, du wärst hier, um mich abzuholen. Ich lerne ganz fleißig, weil ich schon bald in Mamas Heimatort ziehen werde. Dort spricht man nämlich die wundertolle Sprache der Gerudo. Und wenn ich allen hier im Dorf auch was davon beibringen möchte, muss ich ganz viele neue Wörter auswendig lernen. Ich will die eigentlich nicht lernen, aber ich soll ja Zeit mit dir verbringen. Also let's go. Großmutter Monari. Gerudo-Vokabeltest. Ja, total toll. Umzugsregeln. Die Grüße der Gerudo-Sprache benutzen und richtig aussprechen. Guten Morgen, Zavotta. Jungen heißt Voi, Oma heißt Waba. Und Danke sagt man Zag-Zag. Haustier der Königin. Sandrobe Patricia. Ja, kennen wir? Kennen wir? Niemals mit Voi sprechen, hast du gerade gemacht. Ach so, aber dort nicht, ja. Auf keinen Fall weinen. Na ah, ja. Das war ein trauriger Abschluss. Das war ein sehr trauriger Abschluss. Wie kann ich jetzt da unten das aufmachen? So, hä? Man kommt ja in das Haus gar nicht rein. Was ist deine Mission? Projektgelände. Ah ja, okay. Das ist das da unten. So, jetzt muss ich die Oma suchen. Nee, da rennt sie. Hä? Ich dachte, sie wollte zu der Oma. Ah ja, okay, jetzt ist sie bei der Oma. Savak, Großmutter Monari. Ach, Mathilda, vergnügt wie und je. Du wirst mir sicher wieder etwas Unterricht geben, habe ich recht? Ich habe einen echten Grünschnabel dabei. Wunderbarer Vokabeltest. Für Großmutter. Waba. Ding, ding, ding. Da liegst du richtig. Du bist gut, kann es sein, dass du gar kein echter Grünschnabel bist. Waba ist lange auf der Zungenspitze. Okay. Ja. Sie geht jetzt zur Schwebebahn. Okay. Ja, aber Hagi lässt dich nicht. Ja. Ohne dass er was davon mitkriegt. Okay. Ohne eine Ablenkung wird er mich bestimmt sehen. Okay, ich soll ihm die Sicht versperren. Ja, moin. Hi. Komischer Stein zu sein. Ja, ja, ja. Und der Stein da? Aber ist sie jetzt schon unterwegs? Nee, weil die Zeit hält ja an, wenn ich quatsche. Ja, toll. Ah ja, du hast ihn geklaut. Nee, vergiss es. Nein. Hey, was soll denn das? Mhm. 50 Rubine mehr als genug. Das ist dein ehrliches Geschäft?
Na gut, ab dann zieh mich auch nicht so böse an. Nein. Es tut mir leid. Ja, hä, und jetzt? Ja. Also wie soll ich ihm denn die Sicht versperren, wenn sie jetzt nicht... Also keine Ahnung, was sie vorhat, aber hey. Super. Ich geh auf den Stein. Ja, komm, scheiß auf die 50. Kann ich den jetzt wenigstens vor seinem Gesicht rumwedeln lassen? Ja. Wie weit ist das denn jetzt wieder? Na, ist jetzt wurscht, ich will ihn einfach nur vor seinem Gesicht rumwedeln. Ah, okay. Geht sie jetzt los? Nee. Sie geht nicht los. So wird es nichts, Mädel. Ich lenke ihn doch schon ab. Ja. Reaktion, ne? Das hat mit Ablenkung wieder nichts zu tun. Soll ich ihm vielleicht ein Brett vor den Kopf stellen? Ich meine... Ich meine, hier wäre ja... Ach Mann, ich will hier nicht... Ja, ich baue das Ding einfach auseinander. Das ist einfach die normale NPC-Reaktion. Warum ist hier eine Batterie ausgerechnet auch noch? Okay. Ach, lol. Nee, okay, ich kann das nicht mitnehmen. Im Lager haben wir alte Aufsteller. Aber wenn man die Tür von außen nicht mehr aufbekommt, wie soll man denn da rein? Hier wird ja wohl kaum... Oh. Ist hier unten eine Höhle. Ist hier unten eine Höhle irgendwo? Dass man von da ins... Was ist denn jetzt wieder? Ich will doch gar nicht... Alter, ich bin seitlich Junge. Hier war doch irgendwo waren noch ganz viele Holz. Ah, hier hin. Mal ein paar Sachen hier mit.
Reicht das jetzt? Ja, ich hab doch jetzt. Ja, hab ich gemacht. Let's go. Was ein Quatsch. Also, Real Talk. Da kommt jemand her. Da kommt jemand her, setzt ihm einfach so eine Konstruktion davor und er wartet einfach die ganze Zeit, so, weil die Konstruktion kann er ja nicht, er kann nicht außen rumlaufen. Das lief total super. Ja. Tschüss. Guck mal, deine Bahn ist weg. Deine Bahn ist weg. Ja, wurscht. So. Ah, ich muss den aber wahrscheinlich über die Schwebebahn transportieren, na? Weil hier ist ja Wasser und da kann ich den bestimmt nicht einfach durch. Ja, ne, hier ist da Wasser. Ja, doch, irgendwie ist da schon so eine Art Wasser. Ja, aber jetzt ist ja eh sie unten mit der Bahn, also ich kann ja gar nicht. Ja, komm, wir zahlen jetzt erstmal die 20, dass der mich nicht mehr nervt. Ja, also ich kann die jetzt immer. Holt er die jetzt hoch? Okay. Gut, dass der Stein schon auf der Bahn gelandet ist. Finde ich super. Ich würde trotzdem noch kurz was kämpfen wollen damit. Einfach, dass das auch schief geht. So. Let's go. Wie können die anderen damit fahren, die gar keine so Batterie wie ich haben eigentlich? Darf ich das mal in Frage stellen? Das war jetzt nicht beabsichtigt. Sehr gut. Das war nicht beabsichtigt, lul. Aber schön, dass es geht. Schön, dass es geht. So, wo ist jetzt der Christ... Och, nee. Och, nee. Och, nee, sag nicht, der ist jetzt wieder oben. Ich meine, es ergäbe Sinn. Es ergäbe halt leider Sinn, weil... Ja. Ja, er ist wieder oben. Ach, komm schon. Wie dumm. Junge, wie lang ist dieser Weg? Holy shit. Stopp! Bist du des Wahnsinns, hier weiterzufahren? Ach so! Ich weiß, wie die mit dem Ding fahren. Die haben hier eine Batterie rumstehen. Nintendo denkt aber auch an alles.
So. Neuer Versuch. Mein Gott. Ich will nur das Ding wieder haben. So. Kümmern wir uns erstmal darum. Da drüben muss er hin, okay. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendeinen Weg finden, wie er übers Wasser kommt, ne? Also Holzplatten. Irgendwas braucht auch. Guck mal. Vielleicht müssen es nicht mal Holzplatten sein. Das auch als Boot fungieren, so theoretisch. Frage für einen Freund. Oder geht das runter? Naja. So ein bisschen, ne? Was hier alles gelandet ist. Ventilator, ja, sehr gut. Was haben wir noch hier so rumfliegen? Was bist du denn? Ach, so ein Ding. Noch ein Ventilator. Oh Junge, hier ist alles Mögliche. Das ist so ein Schlitten, ah, ja. Na komm, wir probieren es erstmal mit zwei Ventilatoren. Aber ich fürchte fast, es geht halt irgendwann auch unter das Boot. Also, Boot ist... Ach, ich bin ja dumm, hier sind ja Bäume. Ja, okay, ich habe mein Boot. Ich habe mein Boot, alles gut. Wenn das nicht funktioniert, habe ich ein Boot. Aber mein Flugzeug ist weg. Sehr interessant. Na gut.
Du machst hier gleich einen Abflug, mein Freund. Irgendwie waren die Bäume im Himmel den kleiner. Toll. Das war eins zu oft. Oder? Ich meine, ich täusche mich doch nicht. Die Bäumstämme waren doch echt kleiner, oder ne? Aber egal, es sollte so funktionieren. So. Einmal ins Wasser damit. Dann Ventilatoren ran. Noch einer. Der Kollege drauf. Aber schön mittig. Weil der sonst gewichttechnisch wahrscheinlich was ausmachen würde. Dann gucken wir mal, was passiert. Das ist nicht ganz die Richtung, die ich gesucht habe. Das ist die völlig falsche Richtung. Was mache ich denn für Quatsch hier? Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen drehen. Das ist jetzt nicht so gut. Ich sollte das nicht mit der Axt schlagen. Ich sollte das nicht mit so einer Waffe schlagen. Gar keine gute Idee. Oha. So, die Richtung ist gut. Jetzt nur noch geradeaus. Oh mein Gott. Wenn ich das Ding jetzt irgendwie versenke, ich raste aus, ne? So, nur noch geradeaus. Nur den Ventilator schlagen, sonst nix. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Schisch. Wir sind da. Uff. Uff. Das war wieder viel zu aufregend. Das war wieder viel zu aufregend. So, gib mir die Belohnung. Hei, hei, hei.
Yay. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Belohnung. Und die eigentliche Belohnung natürlich sowieso. Oh Gott, doch Gott, doch Gott. Pling. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Okay. Ja, toll. Jetzt ist man hier und kommt nicht weg. Also ist auch geil. Also. Aber was haben sie sich denn dabei gedacht? Hierbei. Ja, wow, jetzt bin ich wieder unten. Och, komm. Na gut, man kommt einigermaßen wieder rüber. So. Okay, was ist jetzt mit Mathilda? Und wo ist sie überhaupt? Wahrscheinlich in der Mitte. Weil der Papa da wahrscheinlich auch ist. Ja, sag ich doch. Auch hier was? Papa ist irgendwie seltsam. Er grummelt die ganze Zeit nur vor sich hin. Ah, du bist, hab viel nachgedacht darüber, was ich für Mathilda tun kann. Dann ist mir was eingefallen. Ja. Eigenen Ballon. Ganz besonderen. Ein Ballon mit dem gewissen Etwas. Ein Ballon so gelb wie die Sonne. Sonnenfleckchen sind ein gutes Färbemittel. Ja, ich hab genug. Ich geb dir sofort. Komm, du willst 10 Sonnenflecken, ich hab 10 Sonnenflecken. Hör auf zu reden. Komm, hier. Ja, let's go. Ja, komm, auf geht's. Toll, dein gelber Ballon. Warum so aufgeregt? Sag nicht, dass... Doch, ihre Eskorte ist eingetroffen. Sie wartet am Dorfeingang. Verstehe. Also gut. Dann lass uns gemeinsam aufbrechen in Mathildas eigenem Sonnenballon. Möchtest du mit uns kommen? Scheinbar möchte ich.
Hui, ich bin ein Vogel. Einfach nicht so herum, Mathilda. Nicht, dass du noch fällst. Nun seht euch das mal an. Da ist die Sonne. Die Sonne wacht gerade auf. Sieht aus, als wollte dir sogar die Sonne alles Gute für deine Reise wünschen. Ganz gleich, ob du in Gerudo-Stadt oder Tabaroasa bist, dieselbe Sonne scheint auf uns herab. Was zählt ist, wie nah wir uns im Herzen sind. Deine Mama wird immer bei dir sein. Wir setzen bald zur Landung an. Gut festhalten. Papa, danke für dein tolles Geschenk. Mathilda, wenn du dich einsam fühlst, komm jederzeit. Ja. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Papa muss genauso stark sein wie du, Mathilda. Unsere kleine, bezaubernde Mathilda. Nun aber los, geh schon. Ich weiß, es wird Zeit. Du brauchst um deinen Papa und deine Mama keine Sorgen machen. Ich werde mich um beide kümmern. Werde zu einer wundervollen Wai und kehre mit ganz vielen Geschichten zurück. Ich freue mich schon sehr darauf, sie zu hören. Ich werde dich in Gerudo-Stadt mal besuchen, dann können wir wieder zusammen spielen. Vielen Dank euch allen. Ich meine, sag, sag. Ich werde mal eine ganz tolle Wai wie meine Mama. Und ich werde ganz bestimmt auch so einen lieben Woi wie Papa. Savok alle zusammen. Nee, finde ich falsch. Nee. Nee. Über Jahre lang von den Eltern Nee. Also von dem Vater getrennt. Die Mutter kann ja hin. Also, nee. Nee, echt nicht. Toll. Ja, okay, toll. Ja, doch, ich kann da rein. Ich kann da durchaus rein. Gar kein Thema. Ich kann da rein. Easy. Aber es würde mich sehr interessieren, ob ich jetzt als Link wirklich mittlerweile rein kann, so als weil Held und so. Aber Alter, also... Das ist eine der weirdesten Nebenquests jetzt bisher gewesen. Ganz ohne Witz. Das war ja ultra merkwürdig. Ja, okay. Hier machen wir das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und nein. Wenn nicht irgendwas in der Familie irgendwie passiert ist oder es irgendeinen Grund gibt, das Kind nicht aufwachsen zu sehen. Nee. Einfach nur nein.